Nun mal ein kleines Update zu unserem Killer-Farm. Da ist er nach wie vor. Hier die kleinen Blättchen. Und jetzt eine komische Story. Ja, ich habe das Teil dann, das ist jetzt ein Jahr lang einwandfrei gelaufen. So, dann habe ich es vorgestern nochmal angeschalten, wollte wieder Batterien regenerieren, ne? Dafür ist es ja da. Und als ich dann aus meinem Garten wiederkam, hat das Ding gestanden. Und die Batterie war aber noch voll gewesen, ne? Auch die Quellbatterie, also Kurzschluss gab es irgendwie nicht. Trotzdem läuft es nochmal. Und die Kabel hier, die sind so extrem heiß geworden, dass da innerlich irgendwas durchgeschmort ist. Ist mir bisher noch nie passiert, jedenfalls mit 12 Volt Eingang und ausgerechnet kurz nachdem ich das erste Video hiervon hochgeladen habe. Also ich muss die Maschine jetzt erstmal wieder reparieren, ne? Ja, blöd halt irgendwie, aber vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, ne? So lohnt sich ja für andere nicht, da irgendwie hier einzubrechen, die Maschine mitzunehmen. Edge. Okay, so, jetzt nochmal zurück zur Pflanze hier. Ich habe mir die nämlich immer noch ein bisschen genauer angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass alle Stängel von hier, mal gucken, ob man es, hier brauche ich mal extra Licht, dass ihr es seht, Moment. Ja, ich glaube, so ungefähr ist es ein bisschen erkennbar. Worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass die ganzen Stängel von diesem, das sieht man wirklich blöd aus. Mit bloßem Auge lässt sich es wirklich besser erkennen. Aber ich kann ja mal ganz genau ranzoomen. Ne? Seht ihr hier zwei Unterschiede? Das ist ein normaler Stängel, der hier vorne dran ist. Ne? Schön grün. Und der einzige riesenlange schwarze Stängel hier, ne, der ist viel, viel dunkler als die ganzen anderen Stängel. Das ist nämlich dieser Stängel von diesem Blatt, wo die Fraktale vorne rausgedrückt werden. Ja, so viel erstmal dazu. Ne, vom Stängel her viel, viel dunkler als die anderen Stängel. Aber hier hinten ist jetzt noch so ein kleiner. Der hat wieder einen normalen grünen Stängel. Aber da fängt es auch schon an. Hier an den Spitzen. Überall. Ja, kommen auch schon überall kleine Zusatzblätter heraus. Ja. Möglicherweise ist das aber auch ganz normal fürs Jahr 2014. Naja, was heißt, ob es an dem Jahr liegt, weiß ich nicht genau. Weil es wurde mir da ein Video verlinkt, hier Something Going Wired 2014. Da wurde so eine Blauregenpflanze gezeigt, die normalerweise so hier ausschaut. Ne? Das ist japanische Wisteria, ne? Oder auch Blauregen genannt. Hat normalerweise normal runde Stängel, ne? Und bei dem Kollegen in, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, müsste ich mal fragen. Ja, ihr könnt es euch ja dann mal angucken. Der hat jetzt komplett flache Stängel bekommen. Ja. Und bei ihm war es dann nämlich so gewesen, dass die Pflanze sich um seine Internetdatenkabel, ne, das ist auch so eine Art Hochfrequenz dann drauf, rumgewunden hat und er das damit irgendwie in Verbindung bringt. Die professionellste Erklärung dazu ist mir aus Jena geschickt worden. Und zwar hat er da, Daniel, warst du das gewesen? Ja, genau, der Daniel war es gewesen. Der hat nämlich folgende Überlegung gehabt. Ne? Das, was das Aussehen deines Farnes verändert hat, ist sehr wahrscheinlich die Epigenetik, sprich die Schalter der Gene. Auch wenn Gene vorhanden sind, bestimmt erst die Epigenetik, ob diese an- oder ausgeschalten sind. Das passiert durch Methylgruppen in der DNA. Ne? Wenn eine Methylgruppe in der DNA gebunden ist, ist das Gen ausgeschaltet, weil die DNA kondensiert vorliegt, also eng aneinander. Ne? Und die Polymerase, das ist das Enzym, was für die Verdopplung der DNA zuständig ist, beziehungsweise die Gene ablesen kann. Aha, das ist also die Polymerase. Also die nicht binden kann. Anders ist es bei der Acetylgruppe. Diese bewirken eine Entknotung der DNA und sorgen dafür, dass die Gene besser abgelesen werden können. Elektrische Felder oder bestimmte Chemikalien können dazu führen, dass diese Gruppen sich lösen und damit Gene aktivieren, die vorher inaktiv waren, was ein derartiges Aussehen erklären könnte. Aha.
Also eventuell ein paar Gene, also ein paar Informationen in den Genen freigezockt wurden. Warum auch nicht?